Ja, Giorgio, und die grosse Freude, dass man jetzt beim FC St. Gallen sie als Trainer engagiert hat? Ja, mir persönlich ist sie da gefreut, natürlich. Ich gehe auch davon aus und hoffe auch, dass sich im Umfeld der ein oder andere auch freut. Nochmal, es ist ein Kreis, der sich ein bisschen schlüpft nach doch langer Zeit, als ich hier in Grün-Weiß spielen durfte, Trainer sein. Und jetzt mit gefülltem Rucksack an Erfahrung natürlich und auch mit einem Leistungsausweis darf ich das zurückkommen. Also die Freude ist absolut da. Jetzt muss man aber gleich eben von Anfang an liefern gegen Lausanne am Samstag. Was haben Sie da vor zum Ändern am Spiel der Mannschaft? In erster Linie wollte ich die Jungs kennenlernen. Ich bin absolut überzeugt, dass sie Qualität hat, die nicht muss, dort hinten sein muss. Also die Mannschaft die könnte Fußball spielen, die kann das auch. Aber es ist halt so, eine negative Serie bedeutet natürlich auch immer, dass ein gewisses Selbstvertrauen verloren geht. In erster Linie ist mein Ziel, dass ich den Spass, die Freude vermittle, dass man eine ganz gute Region hat zum Fußball spielen, dass man tolle Fans hat, dass man natürlich auch eine Mannschaft hat, die Fußball spielen kann. Und jetzt geht es darum, die Lockerheit hineinzubringen. Und so. Und dann natürlich mit einer gewissen Finesse auch ein System, eine Taktik an den Tag legt, was man den Gegner kann am Wochenende immer wieder überraschen. Aber Sie sagen, Sie wollen den Spass wieder zurück in die Mannschaft bringen. Auf der anderen Seite gilt es jetzt hier ernst, weil man ist im Abstiegskampf und man muss einfach liefern. Wie schwierig ist es, so den Spagat machen zwischen Spass und wirklich auch Ernst? Ich denke, das Entscheidende, was ich sicher in den letzten Jahren gelernt habe, ist Gelassenheit. Dass man so Situationen muss auch gelassen nehmen und das auch den Spielern vermitteln, dass man nicht Angst hat, im Gegenteil, dass man noch zusätzlich Vertrauen ausspricht und den Spielern auch das Vertrauen wirklich spürbar unter die Nase reibt. Weil ich denke, Angst ist ein schlechter Begleiter und das hemmt und das bringt auch am Schluss auch, kannst du dein Leistungsmaximum gar nicht abrufen. Ist der FC St. Gallen auf Sie zugekommen in den letzten Tagen oder sind Sie vielleicht im Vornherein auch schon mal auf den FC St. Gallen zugegangen und haben gesagt, übrigens ist er als Trainer zur Verfügung? Nein, das ist nicht üblich in diesem Business, zumal dass ich, wie gesagt, eigentlich Freude habe und meine Ferien genossen habe. Nein, es ist so, dass vor zwei Tagen das Telefon kam vom Präsidenten von Christian Stübin, der sich mit mir gerne wieder treffen will. Und dann ist es, wie gesagt, ziemlich schnell gegangen, dass wir das auch gestern doch guten, intensiven Gespräch in einem Meeting können beschliessen, dass wir das heute gemeinsam machen können. Wie optimistisch sind Sie für den Ligaerhalt jetzt diese Saison? Absolut optimistisch. Wie gesagt, nochmal, ich muss nicht hoffen auf andere. Im Gegenteil, ich will eine Mannschaft, die das Schicksal in die Hand nimmt, die den Mut am Tag legt, die auch überzogen ist, dass sie das kann. Und das werden wir jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen intensiv besprechen mit den Spielern. Und dann werden wir am Wochenende das losfahren und uns mit drei Punkten belohnen.